Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier auf dem Distanzbalkon. Ja. Hallo Roland. Ich bin noch rasch mal vorbeigekommen hier jetzt, weil ich verwirrt bin. Roland, vielleicht kannst du mir helfen. Ich würde zu Ostern gerne eine Reise machen zu meiner Schwiegermutter. Und ich weiß nicht, ob ich das noch darf mit meiner großen Familie im Auto. Ja, das kommt jetzt ganz drauf an. Nicht, ob deine Schwiegermutter krank ist oder infiziert oder was auch immer, sondern wo sie lebt. Wo lebt sie denn? Ja, in Niedersachsen. In Niedersachsen. Ja. Niedersachsen ist groß. Ist es schon Bremen oder nicht Bremen? Es ist in der Nähe von Bremen. Wir müssen auch ein bisschen durch Bremen durch, aber es ist da in der Nähe, in Niedersachsen. Wie ist da die Lage? In Bremen werden Familienzusammenkünfte untersagt. Gut. In Niedersachsen sind sie durch Erklärung der gnädigen Landesregierung für Ostern erlaubt. Ach, also so. Der niedersächsische Ministerpräsident ist eben familienfreundlicher. Genau, da habe ich ja Glück gehabt. Hast du eigentlich jetzt Glück gehabt? Ich muss da ein Stück durch Bremen durch. Wenn ich jetzt in Bremen auf der Autobahn erwischt werde mit meiner Familie im Auto aus Frankfurt, geht das? Ja, dann wird es gefährlich. Ja, also wir leben ja ein kleines... Aber ich finde, du hast Glück. Ja, ich habe schon Glück. Ich kann sie überhaupt besuchen. Ja, du kannst sie besuchen. Aber stell dir mal vor, du würdest in Hamburg leben und deine Schwiegermutter in einem Vorort von Hamburg. Ja, das ist durchaus vorstellbar. Schleswig-Holstein. Schleswig-Holstein. Sagt der dortige, schlaue, kluge, geniale Ministerpräsident Günther, da werden Grenzkontrollen durchgeführt, die werden nicht aufgegeben. Grenzkontrollen zu Dänemark? Nein, nicht zu Dänemark. Die Grenze nach Schleswig-Holstein. Innerdeutsche Grenzen. Es werden jetzt wieder innerdeutsche Grenzen streng kontrolliert und es ist kein Scherz. Ja, ich hatte das Wort Grenzkontrollen aus meinem persönlichen Lexikon schon gestrichen, Roland. Ja, jetzt machen wir wieder, also auch nach Mecklenburg-Vorpommern. Ja. Also zwischen Schleswig und Schleswig-Holstein und Hamburg ist es sehr streng. Sehr streng. Ja, sind denn ansonsten die Grenzen auch jetzt geschlossen? So, wir haben ja da immer so offene Sachen und freien Verkehr, zum Beispiel für Asylbewerber. Ist das dann ja auch zu jetzt? Also, sagen wir mal, wenn du in Hamburg leben würdest und ein Ferienhaus in Mecklenburg-Vorpommern hättest, darfst du da nicht wohnen. Das macht zwar keinen Sinn, weil es ist sicher gefährlicher, in einer dicht besiedelten Stadt wie Berlin zu leben, als in menschenleeren Mecklenburg-Vorpommern. Aber die Mecklenburg-Vorpommersche Regierung unter Frau Schwesig hat eben was jetzt gegen Ferienhausbesitzer. Die können da ihre Einsamkeit nicht mehr pflegen. Ja, genau. Siehst du, das wäre jetzt mein Gegenargument gewesen. Da ist Niedersachsen offenbar vernünftiger, denn meine Oma, Schwiegermutter, die wohnt ja jetzt auf dem Land draußen, hat einen riesen Garten und da gefährden wir keinen. Also das wäre ja... Es geht ja nicht um Gefährdung. Es geht um Gesetze und die Gesetze werden natürlich dem Geist der Regierenden entsprechend gemacht und Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern sind eben so ein bisschen DDR. Zum Beispiel die Schriftstellerin Monika Maron, Flugasche hat die in der DDR geschrieben, so ein Dissidentenroman, die hat von dem dortigen Mecklenburg-Vorpommerschen Gemeindeverwaltung eine Ausreiseverfügung gekriegt. So wie früher Biermann, nicht? Kritische Schriftsteller wurden abgeschoben. In Mecklenburg-Vorpommern ist es wieder so. Die Frau Maron darf wie früher nicht in den Westen. Sie muss in den Westen. Ach so. Also sie muss ihr Ferienhaus verlassen. Und viele Berliner zum Beispiel oder auch Hamburger, die da natürlich die Gelegenheit helfen, die sollen ihre Zweitwohnungssteuer bezahlen, aber dürfen da nicht hin. Sinnhaft ist das nicht. Ja, gut, jetzt verstehe ich. Ich habe früher immer geglaubt in meiner juristischen Naivität, dass Sachen verboten werden, mit denen man andere gefährdet. Also ich werde bestraft, wenn ich andere gefährde, dann ist es verboten. Aber das ist ja jetzt quasi genau umgekehrt. Wenn ich mich in ein Ferienhaus zurückziehe und niemanden gefährde, dann werde ich bestraft. Ja, weil du gegen Regeln verstößt. Es ist ja, wird ja immer unsinniger. Also es ist jetzt übrigens nichts gegen Norddeutschland. Ja? Ja. Bayern ist da so ähnlich. Es ist Bergwandern verboten. In Bayern ist Bergwandern verboten. Ach so. Du gefährdest natürlich beim Bergwandern niemanden. Ja. Typischerweise begegnet man da niemanden, jedenfalls nicht in so Menschenmassen. Aber das ist verboten. Da gefährdest du die Bergwacht. Wenn du mit deinen Badelatschen als Berliner in den Bergen rumlatschst und brichst dir ein Bein im Wettersturz, dann kommt die Bergwacht und steckt dich an dir mit Corona an. Ja, das wird so wird argumentiert. Und deswegen darf man zum Beispiel auf der Nordsee oder auf Ostsee und auf vielen Flüssen und Seen auch nicht Boot fahren oder segeln. Ja, das ist aber ganz vernünftig, die armen Retter. Ja, muss man halt nicht retten. Ich würde ja sagen, häng ein Schild an jeden Wanderpfad oder an jeden Hafen.
In diesem Sommer wird nicht gerettet. Ach, das ist aber jetzt ein bisschen brutal jetzt. Na, wieso? Du kannst ja spazieren gehen, da passiert dir nichts. Ja, in dem Augenblick, in dem du auf den Watzmann steigst, 2000 Höhenmeter, wird es gefährlich. Es ist nur deine Verantwortung und du musst es wissen. Es hilft dir in diesem Sommer keiner. Im nächsten Sommer wieder Vollversorgung. Das heißt also, der Nanny State ist jetzt mal für die Corona, ausgerechnet in der Corona-Zeit, abgeschafft. Nein, er ist besonders streng, sondern er verbietet dir von vornherein, dass du etwas tust, wo du vielleicht hättest gerettet werden müssen. Ich hatte jetzt in der Fantasie schon mal gedacht, wie du, man geht halt auf eigene Gefahr bergwärts. Auf eigene Gefahr geht gar nicht, bloß nicht. Ja, ja, also das ist ja unglaublich. Das ist ja auch so, ich meine, auch in Berlin zum Beispiel ist das Sitzen auf einer Parkbank und ein Buch lesen verboten. Ja, ah ja, verstehe, verstehe. Weil das Buch hat wahrscheinlich eine Virenschleuder. Genau, das heißt also, man darf da nicht auch, natürlich auch nicht auf dem Boden liegen oder so. Also früher waren Verbote so, dass man es ein bisschen verstanden hat. Ja? Da konnte man sich als Bürger dran orientieren. Jetzt muss man es quasi auswendig lernen. Jetzt muss man es auswendig lernen, natürlich unterschiedlich von Bundesland zu Bundesland. Das gibt natürlich auch den Regierungen einen völlig neuen Charme. Ja. Zum Beispiel Markus Söder, der Ministerpräsident von Bayern, hat erklärt, also das mit der Parkbank und dem Buch sei jetzt doch erlaubt. Also wir sind wieder in einem Zustand, wo wir warten müssen, ob der Regierende gnädig mit uns ist, dass man gnädig mit uns ist, sodass wir wieder auf der Parkbank sitzen dürfen. Ich finde es sehr fortschrittlich. Dann ist ja dieses Diktum von das Zusammenleben jeden Tag aufs Neue aushandeln quasi zum Teil schon erfüllt. Ja, das ist zum Teil jetzt erfüllt, aber ich meine, also angenommen, deine Oma würde jetzt in Berlin wohnen, da hätte ich ein Rezept, wie du sie besuchen darfst. Ja, nämlich? Du nimmst das Flugzeug aus Kabul. Okay. Aus Afghanistan. Ja, das ist natürlich sehr umständlich, aber eine gute Idee. Ich danke dir sehr. Weil du darfst natürlich als Asylbewerber, darfst du jederzeit einreisen. Ja. Das ist ja humanitär. Genau. Der Asylantrag, den kannst du jetzt per Postkarte, also du musst gar nicht mehr aufs Amt. Und die Ablehnung kriegst du auch nicht, denn es gibt keine ablehnenden Asylbescheide mehr, die noch zugestellt werden. Da ist die Humanität einfach höheres Gebot. Aber nein, nicht sondern die Angst vor Corona. Also, ach so. Du darfst rein, aber innen drin darfst du dich nicht bewegen. Ja, oh Gott, aber das ist natürlich, da muss ich mir was ausdenken in Sachen Kabul, da hast du vollkommen recht. Denn meine Schwiegermutter, die ist alleine und wenn wir die nicht besuchen, irgendwie illegal oder mit einem Trick, dann ist das auch sehr inhuman für sie. Das schwöre ich dir.